Also ich habe auch mitgezählt, da sind nur vier Leute, die da rausspringen. Ja. Und jetzt zählen wir gleich mal mit, gegen wie viele ich kämpfen muss. Das sind keine vier. Nee? Das sind 400. Aber gut. Die haben ordentlich Nachschub. Ja. Vielleicht kommt auch noch mehr raus, wenn du schon nicht hinkommst. Verstanden. Das muss ein großer Helikopter sein. Oh, der Helikopter ist eigentlich schon gelandet, die Leute springen halt nur durch den Helikopter durch. Ja, stimmt. Optische Täuschung. Ja, optisch, ja. Ist klar, stehen drei Leute mit der Taschenlampe und keiner von euch erkennt euch. Ruhig, ruhig. Get down. Get down on it. Make it fest. Hallo? Make it fest. Hallo? Jetzt. Schön Bug. Technik. Ja. Na, eklig mit seinen Haken, ne? Ja, das klingt auch ein bisschen lustig. Wie eine Ziege, meh. Oh, da muss einer sterben, oder? Ah, ne. Erst habe ich gedacht, das ist sein Kollege, da haben sie gut geschnitten. Ja, ja. Achso, das Spiel ist auch ab 18, ne? Nur mal so ganz von Aveda. Oh, ja, vielleicht sollten sie nochmal die Kamera anhalten. 18. Ups. Das ist echt schon. Das ist schon total. Okay, oh. Kopfschuss. Wie ist der nicht? Wo ist er? Wo ist er? Da steht ein Rollstuhl. Ne, jetzt ist er wieder. Wir können da jetzt wieder laufen. Achso, ja, stimmt. Ah, den Ausweis gesucht. Tja, der falsche. Kann ja mal passieren. Dramatisch. Dramatik pur und dramatisch. Let's move. Ja, der steht auch nicht um die Ecke und Wald, oder? Nein. Doch bei mir schon. Wenn ich will, bloß will. Help me! I don't wanna die! Ja, der ist, hätte er mal die Schnauze halten sollen. Und er statt in den Kopf schön immer ins Rücken. In den Rücken. Ja. Dick. Oh oh. Nein, der sieht mich nicht. Nein! Das wäre dann umsonst Hilfe. Ja. Geht das alles? Die Medizin wirkt. Ja. Adrenalin hätte sofort kommen. Ja. So, jetzt kommt eine Get There. Ja, endlich. Endlich. Oh, wir werden gesettet. Ja. Das war wohl nichts mit der Rettung. Boah. Ich hätte auf das Spiel wahrscheinlich das Drehbuch dazu selber schreiben können. Ich hätte schon alles vorausgesehen, was kommt. Ne? Warte, also, haben wir das ja auch noch kurz? Die Deckung? Ja, nee, dann hast du mal hier kleine Tipps. Ah, okay. Zum Anfang, ne? Ja, ja. Dann kannst du da unten ein bisschen was lesen. Nice, okay. Deckung ist sinnvoll. Hey! Oh! Das wäre jetzt mal nicht passiert. Nee? Nee. Don't you die on me. Er hat auch gesagt, ja, Deckung. Mach ich die Lichter aus. Ja, und Deckung brauche ich nicht. Schauen wir mal. Ja. Ich muss auch mal zeigen, dass es auch geht, ne? Dass man, dass man auch sterben kann. Dass man auch sterben kann. Ja. Sehr gut. So, jetzt den Licht ausweichen. Nicht ins Licht gucken. Wenn das Licht so flackert.
Ich glaube, eine Flak haben die Helikopter nicht. Oh, was macht der denn da achter denn? Oh, der wird gerettet werden. Oh oh. Was wollen Sie? Oh, jetzt muss ich sprinten. Ah, jetzt geht's uns besser. Endlich. Oh. Haben wir einen mit Mundschutz und einen mit der Maske. Wo sind wir hier? Im Irrenhaus. Swingerclub. Ja. Maskenball. Mumie. Lol. So, was wer kommt als nächstes? Ah! Lass dich überraschen. Steht noch eine Frau in unserer Reihe. Move, go! Die ist, wahrscheinlich werden wir von der Piloten nachgeholt. Die unter schwerem Beschuss auf dem Krankenhausdach landen. Oder nee, auf dem Krankenhaus. Das Schwein der hier. Können wir nicht vorbeilaufen? Nee, ne? Ich glaube, ich hätte das alles schon gemacht, kann man machen, nur. Bringt nicht. Alles im Vorgeskript. Ja. Genau, hier muss ich. Hab mich schon gewundert, wieso wir ein tiefer gehen. Also, wir wollen dann verrücken. Ame Grigola, komm an! Ja, alle gleich aus. Die haben alle Probleme, ne? Also alle, die hier sitzen. Die sind in Russland, oder? Was ist passiert dort? Ja, Russland oder Afghanistan. Nee, in Russland, genau. Ich glaube, wir müssen gleich nach Afghanistan. Das ist schneller, weil da kannst du mal durchgehen, ja? Ja, nein. Das ist ein bisschen Assassin's Creed, auch wenn du die Menschen da, diese Wölfe weg. Ich glaube, wir wollten über touchen nach 9 Jahren. Oh, 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 oh. Ach, das ist ein Kollege. Die Arschlöcher. Könnte sein, Problem. Der ist tot, ist ein Arschlöcher. Nee, der hat gar nicht überlegt. Der hält auch ein bisschen durch. Noch ein bisschen. Ich würde aber auch, okay. Das weiß ich nicht. Ach so. Vielleicht doch. Wahrscheinlich stimmt er kurz am Ende. Geh ohne mich weiter. Ja. Lass mich zurück, mein Auftrag ist erfüllt. Na, will uns das Spiel jetzt sagen, dass wir oben lang fliegen sollen? Das wäre so. Der Flugmodus. Ja, wir können vielleicht so an der Decke entlang kriechen oder so. Auf jeden Fall ist das hier alles dunkler. Ja. Auf jeden Fall hängst du irgendwo fest noch. Nee, nee, ich muss hier bleiben kurz. Ach so. Die unsichtbare Mauer hält dich auf. Nee, hier, jetzt geht's ab. Ja. Ah, die ganzen Patienten werden erschossen. Ja. Wieso erschießen die einfach alle? Wahrscheinlich sind alles aber so sie wissen ja nicht, wie ich aussehe. Ach, und auf Nummer sicher zu gehen. Genau, schießen sie einfach alle. Ja. Clever. Anstatt mal so DNA-Test. Ja, ja, aber bei 84, da gab es keine DNA-Test. Ja, habe ich mir auch so gewundert. Aber was die ganze Technik, was sie drauf haben, muss man gleich gucken mit den ganzen Digital-Sachen. Und er kriegt ja später noch seinen Arm. Also, komisches 84. Sehr komisches 84. Okay. Vielleicht eine andere Dimension, 1984. Genau. Weil auch die Waffen und so, guck dir mal an. Auch die Helikopter, die gab es nicht 84. Da gab es noch keinen Black Hawk. Das ist echt so alter Black Hawk? Ja. Also vielleicht, aber. Doch, Black Hawk gibt schon länger. Ihr werdet gleich sehen, dass das nicht unser 84 nicht sein kann. Okay.
Ah. Ich hätte eine Bombe reingeschmissen. Das stimmt. Das hätten die mich auch gehabt, eine Bombe. Ja, aber dann wäre das Spiel schnell zu Ende. Du bleibst dann an die Ecke. Anything? Negative. Negative. We came in here. Keep looking. Oh. Die laufen an der Tür, wobei er geht einfach vorbei. This way. Hat er Armschuhe an? Wie sieht's aus? Ich will mir um die Hose mehr Sorgen machen, statt. Sorry. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Ah. Hey. It's all in touch, man. If you move, we're done for. Play dead. I got him. Schon wieder. Das kann doch nicht sein. Beim ersten Mal nichts gehabt, ne? Ja. Und jetzt wird ich sterben. Ja. Vorführeffekt jetzt. Weil das sind die same Sounds noch vom ersten Teil, ne? Dieses ja, das haben sie nicht geändert. Ja, cool. Ja, finde ich aber gut. Ja. Ich hätte aber auch kein Geld, um neue zu produzieren. Oder so. Aber ich glaube, Geld haben sie damit gut verdient. Ja. Wohin denn, ne? Ja, hier war nicht. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Er sieht voll am Arsch. Ja, lieber so. Oh, ich glaube, wir sind schon mal. Done for. Play dead. Ah, dann komm ich. Ist ja auch nicht auffällig, wenn er da so schnell. Er legt sich ja gleich hin. Achso. Ich dachte, ich kann das auch mal extra separat machen. Aber so, dass ich direkt vor ihnen aufhört, also das ist so. Ja. Und wie sie die Waffe halten. Ja. Das sieht schon ein bisschen Banane aus, ja. Oh oh. Wahrscheinlich muss er einen Punkt holen, aber. Ja, natürlich. Die Waffen sehen schon modern aus, ja. Pinkelt da jetzt einer? Hab ich auch erst gesehen. Meine zwei sind die gleichen Beuteln. Er tut gerade was aus. Mmmh. Oder hat er auch gepinkelt? Ja, ich glaube, er hätte Flex. Ich glaube, da hat er raufgedrückt mit dem Knie, der ist da rausgelaufen. Ach so. Hä? Ah, okay, jetzt kommt er. Das ist wahrscheinlich doch ein Er hat es auch noch nicht verstanden. Immer wenn wir Gefahr sind, dann kommen sie und retten uns quasi, aber wollen uns auch wieder umbringen. Also. Der Freund meines Freundes ist mein Feind. Oder irgendwie so. Nee, der Feind meines Freundes ist mein Feind. Der Freund meines Freundes ist mein Feind. Ja. Da gibt's Sinn. Ja, äußerst mysteriös, diese Figur da. Der Feuerteufel. Sieht auch böse aus, wenn wir ein bisschen näher rangehen. Den ganzen Nägel oder Patronen im Kopf und so. Das ist unser böses Ich. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint die Feuer nichts auszumachen. Nee. Also Granaten. Er saugt es quasi mal auf die Explosion. Ja, wir bleiben natürlich wieder liegen.
Die Druckwelle hat uns quasi nicht getroffen. Aber jetzt sind wir schwer verletzt. Na, auch das noch. Ach, der Helikopter wieder. Oh oh. Da ging jetzt wahrscheinlich direkt Raketen rein. Ich glaube, du hast jetzt doch geschrieben, das zu ihm. Ja. Vielleicht sehen wir die gleichen Abspanner. Ja. Vielleicht steht irgendwo dein Name. Ja. Die Animation fand ich aber eben nicht gerade so geil. Ja. Also die Animation von dem Raketen, das war jetzt. Also sind so ein paar Sachen, die bisher völlig aus. Ja. Oh ja! Wäre einer von den Fantastic Four. Wie gesagt. Das kann gut sein. Geh doch einfach mal nach rechts. Weg. Nee, er folgt uns. Ist auch geil, dass er seine ganzen Gegner mit so Feuerbällen und sowas töten kann, ne? Aber nee, uns läuft nee, er hinterher. Und uns irgendwie in den Arm nehmen möchte oder so. Wahrscheinlich. Ein kleines Branding. Ja, und das bringt jetzt bestimmt auch zu Rade. Also Bäume, Granaten, Raketen, alles drauf, ne? Aber nein! Sicherlich hilft eine Schallwerferpistole, ja. Ah, Wasser, ja, Wasser ist schlecht. Logisch. Gucken wir mal, was alles im Kopf hat. Da sind noch Patronen, oder? Ja. Ja. Aber es könnte wirklich einer sein, der beim Fall. In Patronen reingefallen ist. In Patronen? Nee, aber ich meine jetzt so, ach nee, da taucht ja aus dem Nichts auf. Und die Patronen war ja von eben. Ich dachte, sehr vielleicht Big Boss oder so. Nee, wir sind ja Big Boss. Ja, ich weiß. Also Big Boss, andere Gestalt. So, jetzt muss ich ja einmal, achso, mich selber versorgen. Oh, das mach ich auch mal so. Oh, wozu muss man das Krankenhaus geben, was ich auch selbst alles wieder einregen kann? Soll ich mal, zeig das nochmal schnell? Ja. Heißt, nee, kann ich noch nicht. Da geht's nochmal hoch, oder?